Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Subnautica zusammen mit Maggie. Hallo. Hallo. Ja, wir sind keiner dabei, unsere Cyclops ein bisschen auszustatten. Und dabei ist mir aufgefallen, wir haben tatsächlich in einem Schrank ein Cyclops-Update drin gehabt, nämlich ein Maschineneffizienz-Upgrade-Modul. Genau, das nehmen wir natürlich mit und wir gucken mal hier. Das wollte ich auch gerne noch rüberlegen, das hat eben nicht funktioniert. Ich habe mir ein bisschen aufgeräumt. Hier machen wir mal so seltene Materialien rein, für die wir noch keine Schränke haben. Hier ist so ein bisschen Naturzeugs drin. Und was ich jetzt hier habe, das hier ist Medizinabteilung. Aber warte mal, die nehmen wir auch nochmal raus. Und hauen die mal hier rein. Und die Artefakte legen wir auch hier rein. Ich habe nochmal die letzten Fische gemacht. Und ja, jetzt soll es losgehen. Wir müssen ein bisschen was für unseren Ausbau drüben mitnehmen. Was brauchen wir denn alles? Wir brauchen zweimal Kabelsatz, zweimal Fasergewebe. Fasergewebe. Hatten wir da was auf Vorrat? Ach, das ist alles Silikon. Da müsste ich, glaube ich, nochmal kurz raus. Zweimal Fasergewebe. Ja. Gut, dann tauchen wir doch einfach mal hier runter und holen uns da so ein paar von diesen Schlingdingern. Wobei, ich glaube, für Fasergewebe brauchen wir tatsächlich die Pflanze. Und wie sieht's aus? Vier Stück. Ich hoffe, dass das reicht. So, mal zurück zur Basis. Welcome aboard, Captain. Danke. So, Fasergewebe. Wir gucken mal nach. Fasergewebe braucht zweimal Schlingpflanzen. Genau, vier Stück, oder? Genau. Mhm. Was brauchen wir noch? Einmal Kabelsatz, einmal Computerchip, achtmal Titan. Achtmal Titan haben wir drüben drin. Dann brauchen wir hier zwei Gold. Wir brauchen viermal Tischkoralle. Natürlich drei da. Und was war's noch? Tischkoralle, Gold und? Kupfer, also Kabel. Kabel. Also Kupfer. Noch Platz? Ja. Dann holen wir uns kurz noch die Tischkoralle. Da. Ich habe aber gar nicht mehr so viel Platz. Es macht also gar keinen Sinn, irgendwie schon weit auszuholen. So, schon ist voll. Ja. Aber es reicht, ja. Die Nachricht gucken wir uns auch gleich an. So, wir machen erstmal Kupferdraht. Ich weiß nicht, brauchst du für den Kabelsatz auch Kupfer? Dehydration detected. Machen wir gleich. Wie viele Computerchips? Zwei Stück. So, Kabelsatz braucht Silbererze. Wie viel Kabelsatz brauchen wir insgesamt? Zwei Stück. Oh. Können wir nicht bauen? Was brauchen wir noch? Titan.
8 Stück. Das haben wir ja drüben. Dann müssen wir Silber uns besorgen. Dann lasse ich das Silber mal eingesteckt. Jetzt hören wir uns mal die Nachricht an. Weißt du Bescheid, oder? Kann ich gut lesen. So, wir haben aber kein Signal. Wir haben also nicht so einen Marker bekommen, wo das herkam. Gut, da müssen wir halt mal gucken, dass wir das sah irgendwie uns aus wie auch so diese Alien-Sachen mal angucken. Weil da waren wir ja auch noch nicht so oft. Gut, das habe ich jetzt eingesammelt. Wollte ich noch irgendwas mit drüber nehmen? Ob nicht. Tischkorallen habe ich 2 Stück über. Kupferdraht können wir mal hier hinten reinlegen. Da hatte ich extra ein paar mehr gemacht gerade eben. So, Titan haben wir auf dem Schiff. Dann laufen wir mal darüber und gucken uns das Ganze mal an. Ja, das eine Gerät sollten wir, glaube ich, sogar schon bauen können. Und es ist Tag. Das bedeutet, wir können jetzt endlich den Screenshot machen, den wir eben nicht machen konnten. Ich würde aber gerne noch mit der Klopsi ein bisschen anders da fahren, dass man das besser sehen kann. So. Fahren wir erstmal woanders hin. So müsste es eigentlich gehen. Ich steig nochmal aus. Uns hat nämlich ein Screenshot gefehlt für die letzte Folge. Und ich hatte da so eine Idee, was ganz gut aussehen könnte. Aber dieses hatte noch nicht so richtig geklappt, aber vielleicht so, ha? Huh? Ja. Bisschen tiefer. Oder vielleicht von hier drüben schnell noch. Wo es dann weitergeht. Auch nicht schlecht, oder? Ja, sieht vielleicht gar nicht so schlecht dann aus. Gut. Das hätten wir erledigt. Das war die Arbeit, die wir noch machen mussten von der letzten Folge. So, jetzt mal schnell hier rein. Und ein bisschen an unserem Schiffchen gebaut. So, der wichtigsten wäre der Fabrikator. Den können wir noch nicht komplett bauen. Da fehlt uns ein Kabelsatz. Das heißt, wir müssen gleich schon. Da fehlt auch ein Kabelsatz. Und jetzt brauchen wir noch Titan. Das haben wir hier irgendwo drin liegen. Davon nehme ich gleich mal ein bisschen mehr mit. Darum seht ihr gleich. So, das wäre gebaut. Jetzt gehen wir nach oben. Und hier oben würde ich jetzt gerne dafür sorgen, dass wir jetzt hier auch eine gute Versorgung mit Nahrungsmitteln haben. Und dafür würde ich gerne hier ein paar Blumentöpfe aufbauen. Waren, glaube ich, nee, hier.
Normaler Blumentopf, Komposit Blumentopf. Glaube ich das gleiche. Welchen nehmen wir? Den oder den? Ist mir eigentlich egal. Der hat noch so ein bisschen Design drin. Obwohl der andere ja Design ist. Dehydration level critical. Metabolic processes disrupted. Hab ich nicht gesehen. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. So, wir gucken mal rein. Wenn wir diese reinpflanzen, super. Guck mal, da kommt sie jetzt. Na, man sieht's noch nicht. Ganz klein wächst da noch. Gut, wir bauen hier noch ein zweites daneben. Und dann machen wir die zweite Kartoffel rein. Gut, dann müssen wir jetzt auch noch mal nach Silber Ausschau halten, nachdem wir uns noch ein bisschen Wasser besorgt haben. So, Wasser gibt es hier drüben, dafür brauchen wir wieder unser Messerchen. Vital signs stabilizing. Das will ich hoffen. So, ich weiß nicht, ob wir so eine Pflanze noch drüben anbauen sollten. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Nehmen wir mal zwei Stück mit. So, jetzt haben wir immer noch das Silberproblem. Wir müssen irgendwo Silber auftreiben. Und bei Silber weiß ich tatsächlich jetzt keinen zuverlässigen Fundort. Wir müssen also Steine aufklopfen. Aber ich würde sagen, wir fahren... vielleicht mit der Klopsi schon mal ein bisschen Richtung Aurora. Mhm, der blinkt schon. Ist aber noch nicht fertig gebaut. Schade, ich dachte, ich könnte ihn auslösen. Das würde jetzt so auch funktionieren. Wir gehen mal nach oben. Und... weiß ich natürlich nicht, wo stellen wir denn jetzt so diese Pflanzen hin, weil die sind ja schon ziemlich groß. Aber ich glaube, die passen auch in den Topf. So, ich habe alle Pflanzen angebaut. Hier vorne sollen noch Schränke rein. Hier will ich noch Schränke reinbauen. Und zwar die Spinte... die Wand, nee, die Wandspinte nicht, sondern die großen Schränke, das wären die hier. Die sollen dann hier so stehen, einmal da, möglichst weit rüber. Wir versuchen, dass man hier vielleicht... stellen wir noch irgendwas dazwischen später. So, Glas brauchen wir und Titan brauchen wir. Habe ich jetzt noch irgendwas in meinem Lager? Also da sind noch Fische drin, die können wir natürlich noch unten einlagern. So, das war hier Essen und das waren Getränke und das war Essen oder so, gell? Ja. Ja, dass man die noch nicht benennen kann, das wäre noch ganz praktisch eigentlich. Das stimmt. Achso, wir haben auch noch ein Upgrade, genau. Das Upgrade machen wir jetzt auch noch rein. Das hier hauen wir hier rein. Dann haben wir Batterien dabei. Die wollten wir hier reinpacken. So viele muss ich ja nicht dabei haben. So, erstmal zur Maschine hoch. Und dann bekommt, glaube ich, die Klopsi bekommt ihr erstes Upgrade, oder? Ja. Oh, ich stecke hier fest. Das war ja gerade schlecht.
So, Maschineneffizienz jetzt 200%. Und schon ist es wieder dunkel. Das ist aber ärgerlich. So, jetzt weiß ich nicht genau, wie ich zu Aurora komme. Wir haben schon wieder direkt eine Nachricht bekommen, oder? Schon wieder? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich die sehe, wenn ich auftauche. Da müssen wir hin. Quasi so müssen wir fahren. Ja. Sehe noch nichts. So ist das Licht an. Sein, dass die Fahrt einen Moment dauert. Was ist das für Musik? Spannungsmusik. Ja, aber wieso? Weiß das noch nicht. Glaube nicht, dass der Reaper gleich kommt. Hier dürfte eigentlich kein Reaper sein. Ich dachte, direkt um die Aurora kreist auch immer einer. Der ist aber sehr, sehr tief unten. Okay. Ich kann auch gar nichts sehen. Sieht da rechts irgendwas Blaues, aber... Dann tauchen wir einfach nochmal auf und gucken uns das Ganze mal an. Ja. So falsch sind wir gar nicht. In die falsche Richtung. Da ist die Sandbank, die ich gesucht habe. Hier wollte ich nämlich unsere Klopsi stehen lassen. So, würde ich sagen, schalten wir erstmal den Antrieb aus. Steigen erstmal aus dem Pilotensitz aus. Und dann fliegen wir erstmal mit der Motte rüber oder schwimmen. Welcome aboard, Captain. Oh. Oh. Vielleicht ein bisschen dicht, oder? Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob du da wieder reinkommst.
Ah, doch, vielleicht. Warte mal, ich gehe nochmal rüber. Welcome aboard, Captain. All systems online. Engine powering up. Und ein gutes Stück zurück. So, Engine down. Engine powering down. So, und dann müssen wir das Licht mal ausschalten, das vergesse ich immer. So ist auf jeden Fall, glaube ich, viel besser. Gut, dann würde ich sagen, besorgen wir uns erstmal hier ein bisschen Titan. Oder, nee, was? Achso, wir wollten für die Klopsi noch mal gucken, dass wir ein paar Updates kriegen, gell? Ja. Ich bin jetzt aufgetaucht, hier war ich auch noch nicht. Wo komme ich denn sonst immer durch? Ah, ist hier umgebaut worden? Haben noch schnell umgebaut. Da muss ich durchkommen. Ich glaube, hier muss man landen. Okay. Was wir jetzt brauchen, ist aber auf jeden Fall unser Stoßgewehr. Den Scanner. Die Reparaturdingsbums. Und so müsste es jetzt klappen. Jetzt nur noch schießen, aber nicht mehr anziehen oder was? Oh, das ist aber schlecht, weil ich musste. Ich fand es besser, als ich die anziehen konnte. Besser gefallen, als ich die mitnehmen konnte. So, mal erstmal gucken hier. Der Eingang ist verspart. Das ist doch blöd. Ich muss doch rausziehen und nicht reindrücken. Stimmt. Anscheinend geht's auch so. Ach, jetzt brennt das hier wieder. Wir hatten doch schon mal alles gelöscht.
So, das wäre gelöscht und das da oben können wir nicht löschen. Dann mal los. Hier rum. Die Tür ist wieder zu. Das ist aber doof. Da ist irgendein Pin, den wir bräuchten. Ich hatte aber hier schon alles aufgeschnitten. Die ist zurückgesetzt worden und mein Gewehr ist nicht mehr da. In der Mitte? Hä? Das ist Reparaturwerkzeug. Ja, das Schweißgerät ist nicht hier. Hast du es aus dem abgelegt? Wahrscheinlich. Ich hab's auch nicht gemerkt. Ja, die Nummer weiß ich gerade nicht. Ach, das ist ja jetzt doof. Ich dachte, wir gucken nochmal schnell hier vorbei. Ja, aber anscheinend geht das nicht mehr so schnell. Ja, aber die Folgenzeit ist eh schon wieder rum. Wir müssen leider schon wieder auf Wiedersehen sagen. Ah, das ist aber schade, ne? Ja, jetzt ist ja doof. Jetzt kann ich nur noch wegschießen. Jetzt mit dem Anziehen habe ich viel mehr gemocht. Wir hatten die ja mal geupdatet, aber vielleicht liegt es an dem Update. Nee, wir haben die Waffe ja weiterentwickelt zu einer Stoßwaffe. Ja. Na gut, liebe Leute. Ja, also hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Dann müssen wir uns erst noch das Schweißerwerkzeug besorgen. Und ich würde sagen, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Bis dann, macht das mal gut. Tschüss. Tschüss. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.